das ist ja das Tolle eigentlich an einer Selbstständigkeit, weswegen ich ja auch selbstständig sein möchte, dass ich meine Zeit freier einteilen kann. Das ist ja auch, was wir uns als Selbstständige nehmen dürfen und nehmen können. Genau. Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte ja gerne mal ein Video zum Thema Selbstständigkeit machen. Und ich habe euch dazu gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und ich fange jetzt direkt mal mit der ersten Frage an. Die allererste Frage, die mir gestellt wurde, ist, wie fängt man an? Und ich denke, mein allererster Tipp ist, dass du erstmal dich deiner bewusst machst, dass du selbstständig werden möchtest. Also, dass du dir sagst, ich möchte selbstständig sein. Das ist allererstes, dass du die Entscheidung dazu triffst, diesen Weg zu gehen. Und wenn du selbstständig sein möchtest, brauchst du auf jeden Fall eine Idee. Also ohne die Idee, was du machen möchtest, kannst du eigentlich nicht starten. Und deswegen würde ich dir erstmal raten, dass du dir Zeit und Ruhe nimmst, um diese Idee zu finden. Ich denke, das Allerwichtigste ist für diese Idee, dass du eine Passion dafür hast, dass du dich sehr gerne dieser Idee widmest, dass du gerne täglich damit zu tun haben möchtest, weil wenn du dich selbstständig in dem Bereich machst, wird sich das einfach umgeben. Und deswegen wäre es ja schön, wenn du eine Leidenschaft dafür hast und Freude an dieser Tätigkeit hast, die du machen möchtest. Und als nächsten Tipp, den ich dir wirklich empfehlen kann, ist, informiere dich. Sammel Informationen über die rechtlichen Grundlagen, über deine Branche. Da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, in die du ja reingehen kannst, und zu jedem gibt es einfach andere Dinge, die man einhalten sollte, und auch andere Angehensweisen, wie man da herangehen kann. Und dann ist wichtig, finde ich, dass du dich fragst, wie du es umsetzen möchtest, wo. Damit meine ich, ob du es offline, online machen möchtest, also wie soll das Ganze ausschauen, wo willst du es umsetzen und was willst du da machen. Geh einfach diesen ganzen Fragen nach und dann bist du eigentlich auch schon mittendrin. Deswegen ist mein allerletzter Tipp, fang einfach an. Fang an und du wirst wahrscheinlich ein paar Wochen damit beschäftigt sein, Informationen zu sammeln, die Idee umzusetzen, deine Passion zu finden und sowas. Also ich glaube, wenn du in diesem Strudel dann bist, dann wirst du immer den nächsten Schritt wissen, weil du wahrscheinlich eine Riesenliste hast, was es zu tun gibt. Und ich denke, das gibt erstmal einen guten Einblick da rein, wie man anfangen kann. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne ein paar Fragen zu meiner Selbstständigkeit und generell zur Selbstständigkeit beantworten. Und ich habe die ein bisschen sortiert. Ich werde jetzt einfach mal anfangen mit ein paar persönlichen Fragen und danach auf ein paar bürokratische Sachen eingehen, aber ich fange jetzt erstmal einfach mal an. Wie kam es zur Entscheidung und wie waren die ersten Schritte? Also auf der Reise habe ich gemerkt, dass ich gerne irgendwas machen möchte, und zwar wo ich mit dem Herzen hinterstehe. Und die Entscheidung kam natürlich, weil ich eine Geldeinnahmequelle auch haben wollte, und ich wollte es damit etwas verbinden, wo ich einfach hinterstehe. Und die Entscheidung, die fiel dann damals, dass ich mich gegen einen Beruf entschieden habe. Also ich hatte überlegt, etwas anzufangen zu arbeiten, und da fiel dann die Entscheidung. Also ich war noch die ganze Zeit am Schwanken und habe mich entschieden, okay, ich werde nicht irgendeinen blöden Job machen, wo ich nicht hinterstehe, sondern ich fange jetzt an, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es klappt, auch wenn es die ersten Monate super schwer war. Ich hatte kaum Geld für mich zur Verfügung. Ich habe gerade so mein Essen bezahlen können. Und das war eine schwere Zeit. Und als ich online ging, war ich auch in dem Moment pleite. Also ich hatte kein Geld. Und das ging auch nur, weil ich bei Freunden und Familie leben konnte. Und gerade so meine Kosten selber gedeckt habe mit meinem letzten Ersparten. Dann wurde ich gefragt, was für Schritte sind notwendig und fandest du sie schwer? Also, wenn man sich am Anfang mit so einer Selbstständigkeit beschäftigt, ist ja erstmal alles so im Kopf, so in dieser Gedankenblase. Ich fand es schwer, wo dann Entscheidungen getroffen wurden, also dass man wirklich es macht. Wenn man das erstmal so nur im Kopf ausmalt oder auf dem Blatt Papier, ist was ganz anderes, wie wenn man dann wirklich zum
Amt geht und ein Gewerbe anmeldet, wenn man dann den ersten Finanzamtbogen ausfüllt und ein Konto gründet, wo man sich ja verpflichtet, also ich habe ein Geschäftskonto gegründet, wo man dann ja auch schon monatliche Gebühren hat, dann ein Rechnungssystem sich ausschaut und überall fangen dann an, Gebühren zu entstehen. Ich habe eine Webseite gestartet, eine Domain bezahlt, ein Shopsystem, also überall, wo man diese Entscheidung trifft, wird es ernster und realer und dann kommt man natürlich auch ja irgendwie ins Bang. Man hofft einfach, dass das, was man gestalten möchte, auch wirklich gut ankommt. Und das waren so die Schritte, die ich gegangen bin, die notwendig waren, und sie waren schwer. Das waren alles Entscheidungen. Die allererste Entscheidung war aber, mache ich es oder mache ich es nicht? Und als die getroffen war und ich das Gewerbe angemeldet habe, waren die anderen Schritte notwendig. Die mussten dann gegangen werden und sie fielen dann auch leichter. Was mir sehr geholfen hat, war, mich viel zu informieren, mich viel, viel einzulesen. Und das ist die nächste Frage. Wo und wie hast du dir das Wissen angeeignet, das du brauchtest? Also als allererstes habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Ich habe mir viele Beiträge, Blogbeiträge, Webseiten angeguckt. Es gibt ganz, ganz, ganz viel dazu im Internet, wo Leute sich genau darauf spezialisieren, auf alle möglichen Selbstständigkeiten, die man ja machen kann, wo viele Informationen da sind. Das Glück haben wir ja derzeit. Ich habe mir kein Buch oder sowas gekauft, sondern alles so an kostenlosem Wissen mir angeeignet. Aber ich muss sagen, die größte Hilfe war dann tatsächlich jemand, der auch selbstständig ist oder sich damit auskennt. Und zwar war das mein Bruder. Meine Mutter ist übrigens auch schon immer selbstständig, dadurch ist mir das vertraut. Aber mein Bruder hat sich um die Selbstständigkeit von seiner Frau gekümmert, vor allem um die bürokratischen Sachen. Und seine Frau, die kennt sich natürlich auch voll in diesem Bereich aus, und die haben zufällig die gleiche Sparte wie ich. Die haben einen Online-Shop und einen Social-Media-Auftritt. Und irgendwann habe ich dann mir einen Ruck gegeben und meinem Bruder davon erzählt. Ich habe das ja am Anfang gar nicht kundgetan, dass ich mich gerade selbstständig machen möchte, und habe ihn gefragt, ob wir uns treffen können. Und ich bin dann in die Heimat gefahren und habe einen Tag später meinen Bruder getroffen, und er hat mir sehr, sehr, sehr viel Wissen weitergegeben. Alle meine 1000 Fragezeichen, die in der Luft waren, mir gelöst, also mir beantwortet und mir eine riesen Liste gegeben mit Tipps und Tricks und Sachen, die man machen kann. So, ihr Lieben, ich werde euch mal ein paar Fragen beantworten, die ich damals beantwortet haben wollte, und auch einen kleinen Überblick geben. Ich sage jetzt schon mal, das ist alles nicht komplett vollständig. Es ist erstmal bestmöglich versucht, einen Überblick zu machen, aber bitte informiert euch. Und es kann immer irgendwas fehlen, was ich jetzt gerade nicht im Kopf hatte. Oder sich Gesetze ändern oder man muss andere Sachen berücksichtigen. Aber ich gehe einfach mal darauf ein, einmal jetzt an dem Beispiel Shop und einmal an dem Beispiel YouTube, wie man das ungefähr macht. Also bei dem Shop brauchst du ja erstmal eine Infrastruktur, so würde ich das jetzt mal nennen. Und zwar würde ich als erstes das Gewerbe anmelden. Und dort habe ich zum Beispiel Onlinehandel mit und dann mit dem, was man macht. Bei mir steht da noch ein bisschen länger, also es ist gerade nur ein Beispiel. Bei mir steht Handel und Onlinehandel mit halt selbst hergestellten Gegenständen. Und da steht dann, was ich anbiete sozusagen, also mit was, und da solltest du möglichst konkret gehen, aber auch nicht zu konkret, weil du sonst ja ständig das ummelden musst, wenn du was ein bisschen anders machst. Genau, da helfen aber die beim Gewerbeamt auch wirklich gut weiter, die wissen, wie man das anmeldet, und da kannst du natürlich einfach anrufen und fragen. Dann ist es wichtig, ein Geschäftskonto zu machen, und einen PayPal-Account habe ich dann natürlich auch gleich gemacht. Und damit du einen Shop machen kannst, brauchst du eine Domain. Da brauchst du einen Anbieter für. Ich habe bei mir Manitou genutzt. Die Domain ist ja nur die URL, also mit der du die Webseite findest. Aber die Webseite muss ja irgendwo gespeichert werden. Und das kannst du über ein Shopsystem machen oder über andere Anbieter. Am Anfang habe ich das auch mit Manitou gemacht. Da wird das auf dem Server gespeichert und habe dann mit WordPress meinen Shop aufgebaut.
um einen Shop über WordPress zu machen, brauchst du das Plugin WooCommerce Germanized. Und da funktionieren nur ein paar Themes mit. Zum Beispiel habe ich da Flatsome genutzt. Ich sage euch das einfach nur so im Detail, weil diese Sache rauszufinden dauert echt lange und es hilft einfach, nur die Informationen schon mal zu bekommen. Bei mir wurde aber WordPress irgendwann gehackt und deswegen habe ich dann meine Webseite über ein neues Shop-System gemacht, das ich jetzt auch immer wieder so machen würde, und zwar über Shopify. Der Vorteil bei WordPress ist, dass es günstiger ist. Shopify ist definitiv teurer, aber dort ist alles sehr sicher und wird tatsächlich nicht so wirklich gehackt. Wenn du eine Webseite mit einem Shop machst, müssen die Rechtstexte stimmen und die wandeln sich ständig. Und deswegen habe ich dort auch etwas gebucht. Und zwar laufen meine Rechtstexte über IT-Kanzlei und dort werden die automatisch auf meine Shopseite aktualisiert, wenn es Änderungen in Gesetze gibt. Das Tolle bei der IT-Kanzlei ist, dass sie dich auch im Rechtsfall direkt als Mandanten haben. Plus, die haben tausende von Checklisten, wo die genau erklären, wie du in verschiedenen Sparten ein Gewerbe führen kannst. Also ich habe das gebucht und war überwältigt von den ausführlichen Checklisten. Und da erfahrt ihr wirklich rechtlich, wie ihr alles richtig macht. Und wenn du dir eine E-Mail schreibst, antworten die dir auch relativ zeitnah und gehen auf konkrete Fragen von dir ein. Dann brauchst du eine Buchhaltungssoftware. Ich benutze dafür Debitor. Das hat am Anfang super mit WordPress geklappt. Dann hatte ich nämlich bei WordPress das Plugin WooRechnung und das ist dann automatisch auf Debitor rübergegangen. Dadurch, dass ich meine Software dann verändert habe innerhalb eines Jahres und zu Shopify gewechselt habe, ist das alles nicht mehr so fließend und ich brauchte noch eine Zwischenstelle. Und zwar nutze ich dafür meine Rechnungen Bilby. Aber ich sag euch, wenn ihr das neu aufbaut, würde ich es anders machen. Ich habe mich aber nicht reingearbeitet, wie ich es anders machen würde, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten und da würde ich es tatsächlich nicht so machen, wie ich es mache. Aber da nochmal eine Software zu wechseln, ist auch sehr aufwendig, deswegen empfehle ich da euch einfach, da auch nochmal im Internet zu gucken, was es da für tolle Kombinationen gibt. Und wenn du einen Shop hast mit Produkten, die versendet werden müssen, lohnt es sich natürlich, einen DHL-Geschäftskundenvertrag zu machen. Ich habe das übrigens erst nach 2 Jahren gemacht und habe davor einfach ganz normal als Privatkunde sozusagen eingekauft bei der Deutschen Post. Aber längerfristig lohnt sich dieser Geschäftskundenvertrag auf jeden Fall. Und das ist auch eine etwas neue Regelung, und zwar das Luzid-Verpackungsregister. Das war vor 2-3 Jahren. Dass seitdem die Unternehmen für den Müll, den sie verursachen, zahlen müssen. Und dazu muss man sich ein Müllsystem buchen. Ich nutze dafür Reclay und dort melde ich jährlich an, wie viel Pappe und wie viel Müll ich verursache, durch den Versand zum Beispiel und durch die Verpackungen, die ich verursache, und muss dafür den Betrag zahlen und das im Verpackungsregister anmelden. Und genauso wie es dieses Verpackungsregister gibt, es gibt mehrere solche Sachen, die man beachten muss, und deswegen sage ich euch, informiert euch, und das ist keine vollständige Liste, da sind bestimmt noch Sachen, die ich jetzt vergessen habe, die man aber beachten muss. Es ist so wichtig. In einem Shop kannst du eigene Produkte machen oder auch Waren kaufen. Ich gehe mal auf diesen Fall ein, dass du eigene Produkte entwickelst, weil ich das auch so mache. Und eine Information, die ich bis da nicht wusste, die ich von meinem Bruder zum Beispiel erfahren hatte, war, dass es Geschäftskundenseiten gibt. Also es gibt zum Beispiel die Stoffe, wo ich die kaufe, gibt es eine Seite, wo Privatkunden einkaufen können und wo Geschäftskunden einkaufen können. Und die haben unterschiedliche Preise. Und du kannst auf so einer Seite, wo du Rohstoffe beziehen möchtest zum Beispiel, deinen Gewerbeschein vorlegen und die Geschäftskundenkondition bekommen. Um solche Seiten zu finden, kannst du verschiedene Begriffe eingeben wie Gewerbekunde, Geschäftskunde oder B2B. Und dort kannst du auch Waren bekommen. Also wenn du jetzt keine eigenen Produkte entwickeln möchtest, sondern Waren einkaufen möchtest, findest du über solche Begriffe auch solche Seiten. Wenn du eigene Produkte oder generell auch einen Shop aufbaust, brauchst du eine Infrastruktur an Maschinen und Werkzeugen. Und zum Beispiel bei unserem Geschäft, wir nähen Textilien, brauchen wir eine Nähmaschine. Dann brauche ich einen Drucker für die Versandetiketten oder Rechnungen. Mein Handy und mein Laptop brauche ich vor allem für die Arbeit für YouTube, aber auch für den Shop.
und um die Fotos zu machen. Also das ist alles Infrastruktur, die wir benötigen. Des Weiteren Büromaterial und Werkzeuge wie Scheren und sowas. Also das alles brauchst du, wenn du ein Unternehmen startest. Natürlich ist der Vorteil, wenn du am Anfang dir sowas vielleicht leihen kannst oder erstmal von anderen die Ressourcen nutzt. So habe ich es am Anfang gemacht und mir die später eingekauft, dass mein Einkauf am Anfang nicht so hoch war, weil ich auch nur ein kleines Startkapital hatte. Und wenn du jetzt eigene Produkte machst, geht es natürlich an die Produktentwicklung. Und dort habe ich auch viel Zeit rein investiert, habe Prototypen erstellt und die getestet, habe das Design gemacht und natürlich auch den Preis berechnet anhand des Materials, der Zeit und auch die Fixkosten, die mein Unternehmen hat. Das muss alles von den Produkten getragen werden. Und wie ihr schon gesehen habt, wie viel Infrastruktur man anschaffen muss und monatlich an Infrastruktur tragen muss, hat man einiges an Fixkosten zu tragen. Dann muss man bei der Produktentwicklung natürlich Rechtliches beachten. Zum Beispiel gibt es in meiner Sparte die Textilkennzeichnungsverordnung und da gibt es sehr, sehr viele Verordnungen für alle möglichen Sparten und die findest du tatsächlich auch sehr ausführlich bei der IT-Kanzlei in Checklisten und die Verordnung kann man alle kostenlos im Internet einlesen und ich habe tatsächlich die Textilkennzeichnungsverordnung mehrmals von vorn bis hinten durchgelesen und da gibt es einfach Dinge zu beachten, wenn man Produkte entwickelt. Und wenn du die Produkte fertig entwickelt hast, musst du sie noch in den Shop einpflegen und da kannst du dann Fotos machen, die Texte schreiben und natürlich das Rechtliche beachten und dann natürlich den Shop auch entwickeln, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wenn du eigene Produkte hast und einen Shop und so, muss natürlich die Außenwelt davon erfahren und dazu ist Marketing sehr wichtig, dass du mit der Außenwelt in Kontakt trittst, dass die Leute von deinen Produkten erfahren und von dem, was du wirkst und darauf gehe ich jetzt auch nicht tiefer ein. Ihr seht ja auch, was ich mache und könnt aber euch da auch gut einlesen. Da gibt es sehr, sehr viele Infos, sehr viele Leute, die da tiefergehende Informationen geben. Und das war alles bisher jetzt zu dem Shop. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal und habe dafür auch ein Gewerbe angemeldet, und zwar das Gewerbe Online-Marketing. Es gibt da auch noch verschiedene Bereiche, die man anmelden kann, je nachdem, was man mit einem YouTube-Kanal oder Instagram-Kanal machen möchte. Und zwar schalte ich Werbung vor meinen Videos und muss deswegen bei Google meine Steuerinformationen hinterlegen. Da muss man auch so einen Bogen ausfüllen. Genau, da gibt es auch ganz schön viele Informationen zu, aber ich erwähne es nur, das muss ausgefüllt werden. Und dann bekommst du monatliche Zahlungen und für diese monatliche Zahlung musst du Rechnung schreiben, weil Google gibt dir diese Rechnung nicht. Das sind ja deine Einnahmen und du schreibst sozusagen die Rechnung dafür. Und da habe ich zum Beispiel als Betreff dann immer die Werbekostenerstattung, die ich dann erhalte. Und sehr wichtig ist auch, weil Google seinen Sitz in Irland hat, worüber die Zahlungen kommen, musst du das Reverse Charge anwenden und 0% Umsatzsteuer auswählen. Also solche Dinge gibt es da zu beachten. Und da würde ich mich tatsächlich auch nochmal einlesen, wie man Rechnungen schreibt, dass du die Umsatzsteuer-ID-Nummer von dem stehen hast, von dir da stehen hast, deine Steuernummer, deine Adresse muss richtig sein. Also, dass du ganz genau weißt, wie schreibt man eine Rechnung und dann auch im konkreten Fall mit einem ausländischen Unternehmen. Und wenn du Einnahmen hast, hast du sehr wahrscheinlich auch Ausgaben und die Belege für die Kosten, die du hast, für Equipment oder Musik, musst du auch sammeln und alle in ein Buchhaltungssystem einpflegen. Genau, also das ist so einfach mal so ein kleiner Überblick über dieses ganze Thema und ich hoffe, das beantwortet schon mal ein paar Fragen, die vielleicht interessant sind zu wissen. Und jetzt geht's weiter mit den anderen Fragen. Wo und wie hast du dir das Wissen angeeignet, das du brauchtest? Aber was ich euch da als Tipp geben kann, vielleicht findet ihr ja auch online Menschen, die selbstständig sind und könnt die auch anschreiben, ob sie euch helfen können. Ich habe schon öfter Leuten auch, die mir geschrieben haben, auch Antworten gegeben zu speziellen Fragen, die sie hatten. Und deswegen, ihr könnt einfach euch auch im Familien- und Freundenkreis umschauen. Vielleicht ist da auch jemand selbstständig und auf jeden Fall denen fragen.
Also Fragen kann man immer und ich habe so meine ganzen Antworten bekommen, die ich brauchte. Und ja, das kann ich euch da auf jeden Fall raten. Dann ist die nächste Frage, wie ist das mit der Steuer? Machst du das alleine oder mit einem Steuerberater? Ich habe im ersten Jahr bei der Buchhaltung gemerkt, dass ich doch Hilfe brauche und habe mir dann nach ein paar Monaten einen Steuerberater gesucht. Und der Grund war, weil ich einen Angestellten hatte dann. Und ich habe jeden gefragt, wie macht man das mit Angestellten? Und sagen alle zu mir mit einem Steuerberater. Und so kam ich an meinen Steuerberater. Und zwar, weil ich Adrian, also mein Partner, hat angefangen bei mir zu arbeiten. Und die ganze Abrechnung und das alles, das muss alles sehr, sehr gut gemacht werden. Und ich habe mir das nicht zugetraut. Und dort habe ich jemanden bekommen. Und das ist relativ günstig auch gewesen, dass sie jetzt für mich die monatliche Abrechnung machen. Und diese Person oder dieses Unternehmen, das ich da in Auftrag gegeben habe, habe ich dann auch gefragt, dass sie meine Steuererklärung machen. Also ich mache die Buchhaltung und sie, ich mache alles fertig und sie prüfen dann meine ganzen Belege und machen das fürs Finanzamt fertig. Die haben den kompletten Kontakt mit dem Finanzamt, also auch wenn ich Fragen habe, das machen die alles für mich. Und was ich euch sagen kann, Steuern und Steuerberater, da ist das Wort teuer drin. Und also ich sag's euch, es ist teuer, es ist eine Entscheidung, die man trifft. Und für mich war es wichtiger, da einfach ein Stück Grad an Verantwortung abgeben zu können, weil ich trage das ganze Unternehmen die ganze Zeit auf meinen Schultern, in meinen Gedanken. Und der Kontakt mit dem Finanzamt, das hat mich am meisten belastet. Und es war für mich die Entscheidung, okay, es ist teuer, ich zahle das. Aber dafür guckt jemand auf meine ganzen Unterlagen drauf und hat den Kontakt zum Finanzamt. Und das Finanzamt weiß auch, dass ein Steuerberater davor drauf guckt und dass das geprüft wird. Und ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass das jemand anderes für mich macht. Ich kann da sehr gut dann abschalten und wenn ich Fragen habe, habe ich auch immer jemanden, den ich schreiben kann. Und die haben mir bei sehr vielen Problemen geholfen, wo ich denke, darauf nicht verzichten zu wollen. Trotzdem sind die Rechnungen schon teuer und große Batzen. Dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Genau, und wie kommst du mit der Büroarbeit zurecht? Weil trotz allem, ich einen Steuerberater habe, jede Buchung muss ich machen. Also wenn halt jemand bei uns bestellt, muss ich die Buchung machen, wenn ich einkaufe. Und dafür habe ich ein Buchhaltungssystem. Dort muss das alles eingetragen werden und das muss alles ordnungsgemäß gemacht werden. Man kann da nicht irgendwas löschen, also es muss alles ordentlich und konzentriert gemacht werden. Und ich kann euch sagen, wie komme ich damit zurecht? Also derzeit komme ich sehr gut damit zurecht. Gerade mache ich es wöchentlich, je nachdem wie viel anliegt. Also wenn du einen Kassengeschäft hast, wo du jeden Tag eine Kasse hast, würde ich es täglich machen. Ich habe es so, dass ich es wöchentlich derzeit mache und zwar am Versandtag, weil dann alle Rechnungen fertig sind und dann pflege ich das alles immer ins Buchhaltungssystem ein. Ich hatte aber ein Jahr, wo wir so viele Bestellungen hatten, dass ich bis in die Nacht genäht habe und überhaupt, also es ging alles drunter drüber und dort habe ich 5 Monate lang das liegen lassen. Das war noch, wo ich Kleinunternehmer war, da ging das noch und dieser Berg, der ist angewachsen und zu der Zeit war bei mir ein Softwareumstieg, weswegen ich da einiges nicht verstanden habe und dadurch ist dieser Berg angewachsen und irgendwann habe ich diesen Berg angegangen und aufgeräumt und das habe ich seitdem nicht nochmal so werden lassen, weil das war der größte Druck und deswegen empfehle ich eine Routine, mache es regelmäßig und jetzt, wo ich kein Kleinunternehmer mehr bin, muss ich sowieso regelmäßig machen, weil ich ja immer die Umsatzsteueranmeldung machen muss und dazu muss die ganze Buchhaltung gemacht werden, damit das Finanzamt die Umsatzsteuervoranmeldung bekommt und so habe ich meine Routine auch endlich reinbekommen. Genau, die nächste Frage ist, wie viel legst du anteilig zur Seite für Krankenversicherung, Steuern und Co.? Also die Krankenkasse, die weiß ich ja sehr genau, wie hoch die ist. Also man kriegt einen festen Satz anhand der letzten Steuererklärung. Und den Betrag, den überweise ich mir 1:1 auf mein Privatkonto und dann wird das da von der Krankenkasse abgebucht. Die Steuern weiß ich nicht, aber es ist so, dass man jeden Monat einen Freibetrag hat von 900 Euro. Das heißt, wenn ich
mir unter 900 Euro auszahle, was zurzeit leider ist. Also zurzeit zahle ich mir fast gar nichts aus, weil es gerade schwierig ist. Wenn es unter 900 ist, dann zahle ich mir auch keine Steuern aus und lege die zur Seite, weil der Betrag ja darunter ist. Wenn ich mir darüber auszahle, lege ich sozusagen 30% zur Seite von dem Betrag. Und wenn ich auf meinem Geschäftskonto auf einmal doch mehr Geld über habe, dann rechne ich auch davon ungefähr 30%, dass die müssen da bleiben, die dürfen nicht weggehen. Also so mache ich es derzeit. Genau. Oder was auch geht, du kannst auch einfach einen größeren Betrag einfach mal einmal zur Seite legen. Und wenn dann die Steuererklärung kommt, die kommt ja erst einmal im Jahr, dass du dann den nimmst, dass du da einfach schon einmal einen Batzen Geld, wie du ungefähr vermutest, zur Seite legst. Was aber derzeit sehr hoch ist, ist die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuervoranmeldung, die ist halt sehr hoch und die muss ich halt jetzt immer auch zahlen. Aber die ist halt nur, die sind halt 19% von meinen Einnahmen minus die Kosten, die ich habe, wo auch 19% drauf ist. Trotz allem ist die derzeit sehr hoch und ich merke einen starken Unterschied zur Kleinunternehmerregelung zu jetzt. Also ich habe jetzt ein Jahr gehabt ohne Kleinunternehmer und ich merke, dass diese 19%, die mir da sozusagen genommen werden und die an den Start gehen, dass die schon auch fehlen. Genau, die nächste ist wieder eine persönliche Frage. Wie gehst du damit um, wenn das Einkommen stark schwankt? Ja, also bei mir war es eigentlich so am Anfang, dass es finanziell besser lief. Und ich habe ein festes Einkommen mir die ganze Zeit ausgezahlt und es lief sehr gut. Zu der Zeit war ich zum Glück sehr, sehr sparsam und habe nur meine fixen Kosten gezahlt. Ich habe mir nichts großartig gegönnt oder so und habe dadurch den restlichen Betrag einfach gespart. Und jetzt war es so, dass bei uns jetzt seit einem halben Jahr läuft es schwieriger. Also es ist sehr schwankendes Einkommen und es ist sehr, sehr niedrig geworden. Teilweise so, dass ich gerade gar nichts mehr auszahlen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einen Teil einfach zurückgelegt habe an Ersparten, mit denen ich gerade meine Fixkosten tragen kann. Und das würde ich dir immer empfehlen, wenn du gute Zeiten hast. Du weißt nie, wann du schwierige Zeiten hast und wie lange die gehen. Und ich bin gerade ganz schön baff, wie lange es ging. Also die schwierigen Zeiten und hab Rücklagen. Und wenn du, bei uns war es jetzt so, dass unser Konto auf dem Geschäftskonto relativ leer war. Ich habe das letzte Geld noch genommen und nochmal investiert. Zum Beispiel Adrian sagt zum Beispiel, er ist kein guter Investierer. Er meint, das bin ich zum Beispiel total. Ich habe gesagt, nee, ich nehme jetzt das letzte Geld, investiere das in irgendwas. Und dass da wieder Geld rauskommt. Und das war auch unsere letzte Chance gewesen dann. Mit dem letzten Geld hatte ich dann wieder rein investiert. Da gehört viel Mut dazu. Und auch die schwankenden Phasen sind schwer. Was mir total hilft, ist zum Beispiel, dass Adrian und ich unser Geld trennen. Also dadurch, wir haben eigenes Erspartes und eigenes Geld, auf das wir zugreifen. Und wenn es bei einem von uns schlechter läuft, wissen wir, der andere hat vielleicht noch Geld über, was mir es vereinfacht auf jeden Fall. Also ich bin trotzdem sehr niedergeschlagen. Ich habe da auch Momente, wo ich wirklich sehr fertig bin und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich raffe mich da auch raus und ich bin sehr dankbar, dadurch, dass wir unser Geld trennen. Wenn es bei mir nicht gut läuft, dass bei Adrian noch Rücklagen sind und er auch eine Durststrecke zum Beispiel dann tragen kann. Die nächste Frage ist, hast du feste Arbeitszeiten für dich festgelegt oder handhabst du das flexibel? Also ich habe es unterschiedlich. Ich habe Phasen, wo ich sehr routiniert bin, wo ich sehr klar sage, was ich mache. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr sehr feste Daten für meine YouTube-Videos und für meine Podcasts gehabt. Und hatte da schon eine sehr feste Routine. Und die habe ich jetzt zum neuen Jahr gebrochen. Ihr habt es schon gemerkt, es sind weniger YouTube-Videos gekommen. Aber ich brauchte das gerade. Ich brauchte mal so einen Bruch, weil es einen wahnsinnigen Druck erzeugen kann, etwas tun zu müssen. Und ich mache das ja alles auch, weil ich es gerne machen möchte. Und wenn ich etwas muss,
verliere ich manchmal diese, also mein Herz irgendwie dabei. Also Kreativität zu erzeugen geht nicht mit Muss und Druck. Und YouTube ist für mich auch ein kleines Standbein derzeit. Ich hoffe, es wird noch größer. Und ich möchte das mit meinem Herzen machen und Impulsen folgen, so wie jetzt mit diesem Video. Ich hatte heute den Drang, dieses Video zu machen, egal ob ein Video ansteht oder nicht. Und das finde ich das Wichtigste. Und dadurch mache ich es auch gerne öfter, dass ich es wieder auflockere. Ich mache mir manchmal, wenn ich es merke, eine Routine und trotzdem lockere ich sie mir manchmal auf, bin da flexibel. Und was ich derzeit mache, ist, dass ich einen festen Versandtag habe und an dem Versandtag mache ich die komplette Buchhaltung und die Routine hilft mir gerade zum Beispiel total. Aber die anderen Sachen mache ich wirklich mit dem Flow. Weil wenn schönes Wetter ist, möchte ich vielleicht lieber rausgehen und wenn es regnet, möchte ich vielleicht lieber arbeiten. Und deswegen, das ist ja das Tolle eigentlich an einer Selbstständigkeit, weswegen ich ja auch selbstständig sein möchte, dass ich meine Zeit freier einteilen kann, dass wenn spontan mein Neffe was mit mir machen möchte, dass ich dann nicht sage, oh nein, jetzt muss ich das und das machen, sondern dass ich sage, okay, ich gehe jetzt zu meinem Neffen, mache was mit ihm und dann arbeite ich später im Dunkeln weiter. Das ist ja auch, was wir uns als Selbstständige nehmen dürfen und nehmen können. Genau. Und die letzte Frage ist, wie schaffst du es, dich abzugrenzen? Ich bin auch selbstständig und das fällt mir manchmal sehr schwer. Nicht noch mehr zu tun, man kann immer noch mehr tun. Ich glaube, sie meint abzugrenzen mit der Arbeit und dem Privatleben. Manchmal fühlt es mir sehr schwer, vor allem wenn zum Beispiel viele Bestellungen offen sind und viel genäht werden muss. Das fiel mir zu der Zeit schwer, wo wir noch keinen festen Bestand hatten. Und das haben wir geändert. Das war eine Zeit, wo es sehr, sehr viel zu tun gab. Und jetzt mache ich es so, dass ich einen festen Bestand habe. Ich weiß ganz genau, was ich zu nähen habe. Und wenn ich merke, dass gerade es mir nicht gut geht, dass ich gerade mehr Ruhe brauche, dann kann ich Bestände runternehmen. Ich kann schneller weniger arbeiten. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Man kann immer mehr tun, aber es ist auch sehr schwierig, einen Gang zurückzugehen und weniger zu tun. Wo ich mir auch jetzt gerade in letzter Zeit sage, wozu mache ich das alles eigentlich? Ich mache es, um Mehrwert zu liefern, ich mache es, um nachhaltige Produkte in die Welt zu setzen, aber ich mache es auch, damit ich auch ein freieres Leben führen kann und dass ich auch Zeiten und Ruhe für mich haben kann. Und wenn ich mir die nicht gebe und nur noch arbeite und daran dann erschöpft bin und kaputt gehe, dann erfüllt es diesen Zweck ja gar nicht. Und ich möchte Gutes machen in dem Rhythmus, wie es mir gut tut und auch andere dazu anregen, dass sie das machen können. Und das Wichtigste ist, dass es uns gut geht und dass man nicht so auch dem Geld hinterher rennt. Also am wichtigsten ist mir, dass ich so viel mache, dass ich meine laufenden Kosten decken kann und ich bin sehr gut, meinen Lebensstandard runterzuschrauben. Also ich brauche nicht viel und mir reicht ein gutes Buch und Zeit mit meinen Liebsten und ein leckeres, gutes Essen. Und wenn ich das mir leisten kann, das reicht mir. Also ich brauche nicht irgendwelche krassen Sachen, dadurch, dass ich Minimalist bin. Und deswegen glaube ich, man kann immer mehr machen. Aber zu welchem Preis? Also, dass man so ein bisschen auch im Verhältnis stellt, möchtest du wirklich mehr Geld oder möchtest du mehr freie Zeit haben? Und das in die Waage legt und dann für dich die Entscheidung triffst. Möchte ich in diesem Monat wirklich mehr Geld oder möchte ich mehr freie Zeit für mich? Ja, das kann ich dir dazu sagen. So, vielleicht kommen noch weitere Fragen. Ich habe jetzt schon mal diesen Batzen genommen und hoffe, es habe ich euch einiges beantworten können. Und wenn noch mehr kommt, dann geht das Video weiter. Und wenn nicht, dann hört es jetzt hier auf. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Und wünsche euch auch ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Selbstständigkeit. Und kann dir nur raten, fang an und sei mutig und geh den Weg, den du gehen möchtest. Na gut, hat mir eine große Freude gemacht, euch das alles zu teilen. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Tschüss.